machen die Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Hergiswil ist im Finale. Napfringer bezwingen den Heimenfreiamt 18-15. In den Pausen ist es noch denkbar knapp 9-8 für Hergiswil gestanden. Hergiswil ist von Anfang an in Führung gegangen und hat den Sieg bis zum Schluss nicht mehr abgegeben. 820 Zuschauer, davon einen erstaunlich grossen Anteil Freiämter-Fans. Die Stimmung in der Steinacher-Halle kochend. Mehr geht praktisch nicht. Der Grund, der hauchdünne Vorsprung von nur 2 Punkten Unterschied aus dem ersten Halbfinalkampf. Das hat von der Mannschaft, aber auch von den Fans alles abverlangt. So knapp, so spannend war eine Finalausscheidung schon lange nicht mehr. Darauf ankommen ist es auf jeden, darauf ankommen ist es auf alles, besonders auch auf Taktik. Und da hat sich der Hergiswiler Trainer, der Johnny, wieder etwas einfallen. Ich glaube, für die grösste Überraschung machen für Freiamt, für Supiger Thomas, für 80 Kilo abtrainiert. Das 100%ig nicht gewertet für Freiamt. Wir geben für einen besten Ringer und ist, das sehr gut rausgekommen zu uns, wegen dort für Supiger Thomas 13-0 gewinnt. Und alle einzelnen Leute, ich muss sagen, alles schon Camp wegen verloren, auch schon gemacht für seine Punkte. Das heisst, gar nichts schenken, alles geben für alle Leute. Clever, der Thomas Suppiger auf 80 Kilogramm abtrainiert und damit einer der besten Freiämter Kämpfer, der Punkte geholt hätte, Schachmatt gesetzt. Mit dem König. Das hat Freiamt wohl nicht erwartet. Und noch etwas hat Freiamt zugesetzt. Zum ersten Mal in der laufenden Saison hat Hergiswil volle Stärke aufgestellt. Diesmal mit dabei die beiden Lizenzringer, der Benno und der Pascal Jungo. Der Freiamter Trainer, der Adi Buchen, zu seiner Mannschaftsaufstellung. Ja, die Mannschaftsaufstellung, man hat es vielleicht gesehen, wir haben auf die gleichen Leute gesetzt, die auch in der Qualifikation schon das ermöglicht haben, dass wir am Schluss auf dem zweiten Rang sind. Und dementsprechend haben sie auch jetzt im Halbfinale die Verantwortung müssen übernehmen und versuchen, den Final zu erreichen. Wie schon im Hinkampf haben auch damals beide Mannschaften gleich viel Sieg geholt. Je 5, und es hat interessanterweise keinen Schultersieg gegeben und keinen einzigen Sieg mit technischer Überlegenheit. Entscheidend waren damals zu 0 Sieg. 2 für Hergiswil und 1 für Freiamt. Für Hergiswil Thomas Suppiger gegen Pascal Strebel 9-0 und Benno Jungo gegen Nico König 7-0. Und für Freiamt Randy Fock gegen Marco Hadu 8-0. Johnny nach den Erwartungen gefragt. Ja, das ist schon klar, ist schon weiss, heute auch nicht so einfach den Kampf haben, muss bis letzte Sekunde kämpfen. Aber schon zeigt, dass die letzten paar Wochen schon wieder zusammenschweißen für die Mannschaft und alle kämpfen für alle und das für Ende, das rauskommt.
Zu den Freiämter Highlights zählt sicher der Sieg von Cheyenne Götzmann über Patrick Staduma. Vor einer Woche hat Patrick Staduma hier noch gewonnen. Adi Bucher nach seinen Erwartungen gefragt. Ja, wenn man im Halbfinale steht und in der Vorrunde so knapp verloren hat, geht man natürlich sicher mit den Erwartungen dahinter, dass man den Kampf gewinnen kann. Ja, das waren unsere Erwartungen und die haben sich leider nicht erfüllt. Ja. Spannend. Bereits nächsten Samstag ist Final zwischen Hergiswil und Kriesere. Und Willisau und Freiamt fighten um den dritten und vierten Platz. Wer gewinnt, verpassen Sie dazu nicht die Meinung von Johnny. Auch die detaillierte Analyse vom Kampf Kriesere gegen Willisau und Hergiswil gegen Freiamt. Mehr zu den Kampf demnächst auf dem Sender. Packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen.